Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Jack 2. So, das letzte Mal haben wir mit Crews Kundin gesprochen und sollen jetzt einen Jetboard-Prototyp benutzen oder halt auf der Rennstrecke zeigen, was wir drauf haben. Dann machen wir das nochmal. Bin mal gespannt, was dieses Jetboard sein soll. Ja. Genau das hatte ich vor. Also, wie man gerade eben gesehen hat, hinter diese Lichtschranke oder hinter dieses, ja, hinter diese Schranke, sage ich einfach, hinter diese Absperrung kann man nicht mit Fahrzeug. Kann man nur als Person, nicht mit Fahrzeug. Die Klammer zoomen. So, hier ist die Rennstrecke, sieht ja ordentlich aus und da leuchtet wieder was. Na, was wird das wohl sein? Beim Jetboard kannst du jederzeit auf- oder absteigen. Du kannst mit deinem Jetboard springen. Yay, das ist ja mal geil, das Teil. So ein richtiges kleines, Wenn du dich vor dem Sprung duckst, kannst du höher springen. Ja. Das ist wie so ein kleines, Taschenmesser, springen nur in Fahrzeugform. Ja, ist gut. Kannst du drüber rutschen. Rutsche mal über diese Schiene. Heißt auch du grinden, kannst in nicht Luft rutschen. Rotieren. Für einen Hochgeschwindigkeitssprung brauchst du eine perfekte Drehung. Du kannst beim Springen Überschläge machen. Du kannst jawohl, Tricks kann ich auch. Spaß machen. Wenn du Bewegungen kombinierst, bekommst du Punkte. Um zu gewinnen, brauchst du genug Punkte. Ja, das hätte ich mir jetzt auch selber zusammenreimen können. Wir brauchen 15.000, was meiner Meinung nach nicht sehr einfach ist, aber okay. Obwohl 15.000, ja. Wenn man immer dieselben Tricks macht, dann geben die weniger Punkte. Übrigens mal. Nur so am Rande. Deswegen immer neue Tricks machen und möglichst nicht gegen die Feuerdinger fliegen, sondern durch. Und eben Tricks kombinieren gibt noch mehr Punkte. Was sich positiv auf den Punktestand ausübt. So, 10.000 haben wir schon, aber ihr seht, es, ja, es ist machbar, aber ja, es ist halt... Man muss wirklich Tricks kombinieren und das kann ich irgendwie nicht. Ich kann irgendwie immer nur dieselben Tricks machen. Und deshalb gibt es auch nicht so viele Punkte. So, wir haben es und für Bronze brauchen wir 50.000. Zieht euch das mal rein. Wer es schafft, Bronze zu kriegen oder womöglich Silber oder womöglich Gold, macht ein Video und schickt es mir. Dann habt ihr echt dann habe ich Respekt vor euch. Ey. Weil das ist doch, wer schafft es? Also ich schaffe gerade mal 25.000. Gerade mal so. Also ihr seht es ja, ich schaff's nicht mal. Ich will es auch gar nicht schaffen. Gut gemacht. Hier, 26.000 habe ich, also die Hälfte von Bronze. Wer es schafft, Bronze, Silber oder Gold zu kriegen, macht ein Video, schickt es mir, habe ich gerade eben schon gesagt. Boah, unmöglich für mich. Und es gibt auch noch so eine Mini-Mission, da kann man auch nochmal für Tricks Orbs kriegen. Ne, da habe ich nicht mal Bronze gekriegt, da habe ich elendig aufgeben müssen. So, jetzt müssen wir uns das Chatbot leider wieder abgeben. Finde ich sehr schade. Es gibt hier auch irgendeinen Trick, wie man es behalten kann, aber mache ich nicht. Ich will es ja, wie die Stories vorschreibt, spielen. Ja. Also es gibt einen Glitch, wie man hier das Chatbot mitnehmen kann. Fragt mich nicht, wie es geht. Guckt einfach im YouTube. Da findet er das. So. Noch nichts entdeckt. Ja, das ist gut. Habt ihr jetzt was entdeckt? Ja, jetzt habt ihr was entdeckt. Wir müssen wieder zur, was weiß ich, was das ist. Auf jeden Fall ist es eine Sie und sie hat gesagt, wir sollen den Prototyp testen. Haben wir gemacht. Mal gucken, was sie jetzt sagt. Wir haben die Stadionstrecke geschafft. Bravo, ein blindes Sohn. Naja, hört mal, müsst ihr nicht noch irgendwo Schulden eintreiben oder jemanden zusammenschlagen oder sowas? Du magst uns nicht, oder? Ihr arbeitet für dieses Ekel-Crew. Da soll
Du hast wohl schon ein paar Rennen gewonnen. Darf der Sieger wirklich den Palast besichtigen? Ja, warum? Könntest du mich in den Palast bringen? Ein Freundschaftsbesuch? Klar, ich bin ein Riesenfan des Barons. Okay, ich helfe euch, wenn ihr aufhört, mich zu nerven. Unten an einem der Stützstürme des Palastes habe ich einen alten Serviceaufzug gesehen. Dieser Lift könnte euch hoch zum Palast bringen, falls ihr es schafft, ihn anzuschalten. Also bitte, das schaffen wir doch mit links. Erreiche nächsten Sektor. Ja, da hocken jetzt zwei fest, für immer. Tut mir echt leid für die... Egal. Wieso ist hier diese Musik? Ja, das ist jetzt sehr lustig, aber ich finde es irgendwie auch nicht lustig. Wieso? Ich habe doch niemanden überfahren. Bug? Naja, irgendeine Erklärung gibt's. Ja, den Lift zum Aufzug anschalten dürfte kein Problem sein. Sage ich jetzt einfach mal frei Bauchgefühl. Naja, wir werden sehen. Ja, jetzt können wir entweder wieder zu Thorn oder zu Crew. Wer ist näher? Natürlich Thorn. Stirb. Und deswegen gehen wir auch erstmal zu dem. Aber zuallererst verfahre ich mich mal. Das ist immer ganz wichtig, verfahrt euch. Vor allem im Let's Play, wo es eigentlich ruckzuck gehen sollte. Auf jeden Fall die Fahrwege oder Laufwege oder was weiß ich da. Das sollte immer länger dauern, als es eigentlich dauert. Jawohl. Und ja, hier eben, Crew hat ja gesagt, Rennen sind hier ein ganz wichtiger Faktor. Ich sag's euch lieber jetzt schon, ich werde alle Rennen in dem Spiel, das sind insgesamt 4 Stück, werde ich allesamt schneiden müssen, weil ich Rennen hasse ich so. Und wenn ich dann noch aufnehme, dann fängt's aufs Mal an zu laggen und das, nee. Also ich werde alle 4 Rennen schneiden. Ich werde am Anfang kurz zeigen, wie sie ablaufen und danach werde ich sie zuschneiden. Metallschädel haben eine Mine des Barons angegriffen. Das ist nicht unser Problem. Das ist es doch, denn der Vorarbeiter ist einer unserer besten Informanten. Er heißt Vin und ist gerade so viel wert, um ihn zu retten. Sucht das Warp-Tor beim Kraftwerk und benutzt es, um zum Tagebau zu gelangen. Damit ihr Vins armselige Haut retten könnt. Hey, Ganzkörper-Tattoo! Wie kommt's, dass wir immer nur die miesen Jobs kriegen? Weil ich dich nicht leiden kann. Gutes Argument. Was auch immer der Deal zwischen dem Baron und den Metallschädeln war, die Stadt hat fast kein Echo mehr und ihm läuft die Zeit davon. Wenn wir den Jungen nicht bald zurück auf den Thron holen, ist vielleicht keine Stadt mehr da zum Verteidigen. Okay, das wäre natürlich auch nicht so schön. Okay, in den Tagebau und Win retten. Na, dann machen wir das doch mal. Vielleicht gibt er uns ja was oder hilft uns oder was weiß ich. Ich weiß es, ihr nicht. Aha. Ah, wie schön. Oh, tut mir leid, war keine Absicht. Das werden wir auch machen, weil Vin liegt auf dem Weg und Crew, da waren wir jetzt auch lang genug hier. Also wir haben ein paar Missionen von dem jetzt gemacht. Und 2 Waffen haben wir gekriegt, das reicht doch erstmal, oder? Eine Nahkampfwaffe, eine Fernschusskampfwaffe. Das passt. Es wird eh dauern, bis wir die nächsten Waffen kriegen. Ja, ich bin echt verdächtig. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also noch kurz zu winnen und dann hätten wir es auch schon. So, ich gehe natürlich den Umweg. Ist ja klar. Hätte ich auch einfacher haben können, aber ich musste ja immer den extra Umweg fahren. Ich hätte auch geradeaus fahren können. Was soll's? Wups, 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 wups. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, lass mich rein. Danke. Also, wen retten wir aber erst das nächste Mal? Da springen wir durch dieses Warp-Tor. Bis dahin sage ich, ciao Leute, wir sehen uns. Bis gleich.